Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mods und Co. Ja, wir sind bereits in Folge 325 und ich stehe neben einer Mod. Da ist es schon. Ein Audi, ein Q7 in dem Fall. V12 soll das Ganze hier sein. V12 TDI sieht optisch soweit schon mal gar nicht so schlecht aus. Hat ein chromfarbenes Nummernschild aus einem Land, aus einer fernen, ne, russisches Kennzeichen soll es sein. Okay. Q7, ja. Auch die Rückscheinwerfer und sowas, das eingelassen und sowas, sieht gut aus. Felgen ein bisschen extrem glänzend, aber an sich sieht er aus wie ein Audi. So, wir hüpfen eine Runde rein. Es sieht auch von außen aus wie ein Audi. Wir gehen mal eine Runde rein und auch hier erkennen wir eindeutig einige Audi-Züge. Wir haben eine relativ matte Oberfläche. Sitze und sowas sind von der Modellierung her alles soweit okay. Würde ich sagen, von den Oberflächen her, ja, muss man gucken, ob es so das Richtige ist, ne? Wir haben eine, es sieht mir aus, als wenn ein kleines Lämpchen angehen würde an einem sehr modernen Auto, was jetzt die Innenbeleuchtung ist. Okay, wir haben eine Reaktion, das ist schon mal was. Ich mache das Ganze jetzt mal an den Motor und dann seht ihr, wir haben, wenn wir fahren, auch keine Reaktion. Also ich sehe jetzt hier keine Tachonadel gehen oder sowas, ne? Ja, man kann nicht alles haben, ne? Also ich mache jetzt hier die Lichtgeschichten an, ihr seht hier, Moment, ich gehe noch mal ein Stück direkt daran. Das sieht einigermaßen ordentlich aus, muss ich sagen, da auch die Zusatzschaltung ist da, Rücklichtgeschichten und sowas, soweit funktioniert auch. Ne? 1, 2, 3, hier kommen auch schon die Außenkreise dazu. Das finde ich ist wiederum sehr gut gelungen, es ist nicht zu groß, nicht zu wenig ausgeleuchtet, ist soweit okay. Ich würde sagen, ich mache das gute Stück mal an. Und jetzt fahre ich mal eine Runde und dann ja, hört mich gleich wieder. So, Motor und Geländescheck, wie ihr gesehen habt. Also, funktioniert soweit. Motorsound, ja, ist natürlich wieder Geschmacksfrage, ob das realistisch ist oder nicht. Möchte ich nicht beurteilen. Fahr selber so ein Fahrzeug nicht. Ob eine Höchstgeschwindigkeit von 154 realistisch ist, glaube ich auch nicht. Ich glaube, als V12 Diesel wird er vielleicht ein bisschen mehr Druck machen. So, ich stehe zwar gerade auf dem Zug, das macht aber nichts. Ich gehe auf Fahrzeuge. Das leere Fach hier vorne, das ist der Audi. 95.000 kostet er. Und wenn ich drauf drücke, dann seht ihr auch den Audi hier. Und das ist es auch. Also den gibt es dann auch nur so in weiß, nur wie ihr ihn hier seht. Und wie ihr ihn gerade auch hier in der Vorführung gesehen habt. So könnt ihr ihn handhaben, sozusagen. So, ich hüpfe zur nächsten durch. Da sind wir schon. Und wir sehen, es steht drauf, Lilley Storm P300 Profi. Ich glaube, irgendwas ist in der Mod nicht ganz okay. Weil eigentlich sollte man auch eine Mergele-Version dementsprechend auswählen können. Aber das funktioniert so nicht. Aber ich dachte mir, warum stellt es nicht trotzdem vor? Eine Optik kann ja noch dazukommen. Es geht hier erstmal, wie sieht das Ding in der Funktion aus? Oder halt in der Arbeit aus, sag ich mal so. So, das gute Stück ist dran. Ich werde jetzt mal das berühmte X drücken. Dann seht ihr, es fährt schön auseinander. Wir können es mit, mit V ist schön senken lassen, mit O würden wir dementsprechend ein Rohr nehmen. Das ist, wenn ihr euch fragt, ein Gerät natürlich zum Schwad aufnehmen. Ne? Dafür ist es dementsprechend gedacht. Ich weiß jetzt nicht, ob jetzt ich hier einen coolen Vorführeffekt hinkriege oder nicht. Hätte was, muss ich sagen, aber ich habe das gute Stück mal angemacht. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es Gras in irgendeiner Form aufnehmen kann, weil eine richtige Schwarte ist es nicht. Und ich fahre jetzt hier auch gerade irgendwie den Berg hoch. Na okay, es wäre auch ein ziemlich extremer Watt. Wir sehen hier die ganzen Rotationen, die ganzen Geschichten, das funktioniert alles soweit. Ne? Ist natürlich auch mehr dann für eine richtige Schwarte gedacht und nicht für meine Landschaftsgeschichte hier. Ich zeige euch das gute Stück mal im Shop. Ich bin am einfachsten über Lilley selber rangekommen. Da seht ihr es, 30.500 kostet das gute Stück, ne? Und 150 PS braucht es, 2,20 Meter Arbeitsaufnahme. Hier seht ihr designmäßig, ne? Haben wir den Indikator-Part dazwischen und noch das Barrel hinten dran, was wir noch ransetzen können. Und Reifenvariante haben wir Breitreifen und Normalfelgenfarbe können wir hier wählen. Ne? Könnten wir also auch rot machen, Hauptfarbe haben wir auch in dem Grau das Ganze und Designfarbe auch in einem Grau.
dann sieht es noch ein bisschen anders aus. Ne? Das ist das, was ich hier dafür anbieten kann, sozusagen. Ja, dann komme ich zur nächsten Mod. Ich dachte, das wäre so ein Halbvorführeffekt, aber wahrscheinlich hat das gute Stück hier dann ein bisschen, nicht mitgespielt, sagen wir es mal so. Ja, hier habe ich vorne ein Warndreieck dran. Es ist eine Transportbox, wie ihr seht. Da steht auch CJ Farming dementsprechend dran, hier auf dem Schild auch. Das ist schön gemacht, kann man ja noch sagen. Das ist halt eine Transportbox, die man einfach vorne an die Standardaufhängung dran setzen kann. Die kann ich natürlich senken oder hochnehmen, wie ihr es denn dementsprechend hier auch seht. Ich kann mit der Maus hier vorne die Klappe dementsprechend aufmachen. Und ich habe auch Spanngurte da. Ihr seht, einmal vorne, einmal hinten, um es, egal was es ist, drin festzuhalten. Und wenn es ein Ballen ist dementsprechend. Ne? Die Variante hier gibt es in mehreren, nämlich auch in texturmäßig, holzmäßig und die kantenmäßig wird okay. Wir haben bei dieser guten Transportbox, glaube ich, auch eine... Ich muss mal gucken. Transportbox... Die war unter... Falsch. Die war unter Hänger, glaube ich, mit drunter sogar. Wir gucken mal. So, da haben wir sie. Transportcontainer. 1500, nimmt so ziemlich alles mit. 4000 Liter sollen da reingehen. Muss ich nicht viel zu sagen. 8000 Liter gehen da dann rein mit der Erweiterung oder mit Aufbau Gitterpart halt. Ne? Das ist also das, wenn wir halt die großen Stoffe... Wir haben hier Rot und Blau und Grün und Gelb und dann wieder Rot und wir haben hier mit Warntafel oder halt nicht. Ne? Da seht ihr es dementsprechend. Warntafel macht wahrscheinlich mehr Sinn, wenn das Ganze dann hinten angebracht werden würde. So, ja, da haben wir das gute Stück. Preis ergibt sich bis zu 1625. 1500 fängt das Ganze bei an. Habt ihr die Box auch gesehen. So, wir marschieren eine Runde weiter und landen hier wo. Da ist das gute Stück. Den zeige ich euch zuerst im Shop, bevor ich es diesmal vergesse hier. Oxbow High Tip 32.565 Liter ist ein Überladewagen, wie ihr seht. Nicht mit Rohr, sondern das ist ein komplett Kippsystem, ähnlich wie ihr es von der Zuckerrohrgeschichte kennt. Kann so ziemlich alles transportieren, was man sich vorstellen kann. Gibt es auch nur so in der Form, wie ihr es jetzt hier so seht. So, Bedienung, ganz einfache Geschichte. Man geht rein, ne? Wir haben ein schönes Bandlaufwerk. Das seht ihr selber, ne? Das bewegt sich auch schön, wenn wir uns damit bewegen. Und wir können das Ganze hydraulikmäßig schön linke Maustaste gedrückt halten, können wir es hochfahren und dann können wir, dafür gehen wir ein bisschen weiter hier rüber, so. Und dann können wir das Ganze schön überkippen. Damit das in einer vernünftigen Führung funktioniert, ist natürlich auch dies hier schön als Führung vorgegeben, sozusagen. Die überstehenden Kunststoffkanten, die wir da sehen, wenn das Kunststoff ist, ich glaube schon. Ja, texturenmäßig von innen sieht er schön dreckig gebraucht aus, von außen auch. Ich habe mir das hier mal oben stehen gelassen. Metallteile sehen aus wie Metallteile. Bandlaufwerke ist auch alles ganz okay. Ich würde sagen, das ist gutes oberes Mittelfeld. Das sieht ganz nett aus. Ne? So, da haben wir das gute Stück auch schon gesehen. Dann marschiere ich mal weiter. Zwei Mods haben wir noch, glaube ich. Ich habe nichts vergessen sonst. Ne? Eins, zwei, drei. Ne, die anderen habe ich weggefahren. Stimmt. Hier ist die nächste kleine Mod. Da seht ihr das Ganze. Und tata! Ja, hört sich nicht so, sieht nicht sonderlich spektakulär aus, aber ist eine schöne Geschichte. Ich gehe mal auf Palette, da kann man es nämlich besser sehen. Da seht ihr, es ist eine Standard-Palette, kostet 50 und lässt sich mit 1000 Liter befüllen, und zwar so ziemlich von allem. Das heißt also, ihr könnt, wenn ihr dann lieber mit Paletten als mit allem anderen arbeitet, hier auch schön mit selbstgefüllten Paletten arbeiten, indem ihr halt alles auf Palette bringen könnt, durch das gute Stück, indem ihr das damit füllt. Ne? Deswegen... Ihrer Kasten. So simpel ist das Ganze. Muss ich auch nicht viel dran zählen. 50 ist okay, da der Aufbau damit drauf ist. Ne? Was kostet sonst eine Euro-Palette Pfand? Keine Ahnung. Ihr seht ja das Ganze dementsprechend. Schöne Geschichte. So, wir marschieren noch eine Runde weiter und landen hier bei einem Zweiteiler. Eine Mod, muss man zugestehen, aber zwei Gerätschaften drin. Hier seht ihr selber, also danke Will, hoffe ich, habe ich richtig ausgesprochen. Schön mit ein paar Grafiken Symbolen gegeben. Hier habe ich mal den Lauf oben dran gemacht. Bei der Variante ist der Lauf oben nicht dran. Hier bei der Zweiachser-Variante seht ihr da oben, ist die Schottengeschichten oben drauf. Hier habe ich ihn dementsprechend so flach gelassen, wie er geht. Ich wollte einmal die verschiedensten Varianten zeigen. Ne? Ich werde jetzt mal eine Runde einsteigen. Dann werden wir mal die Hilfe anmachen. Dann sehen wir selber, wir können das Ganze aufklappen. Ich weiß gar nicht, was er jetzt beim Aufklappen macht. Ich sehe nichts beim Aufklappen. Ihr?
Doch, es ist die Leiter, die runterfährt. Ich Blindfisch, da seht ihr es. Die Leiter fährt runter. Coole Geschichte. War mir gar nicht aufgefallen. Wir können die Abkippseite dementsprechend dort bestimmen. Nämlich hintere Türen, Kornschieber oder hinten. Ich zeige das Ganze mal. Wir kippen das Ganze so komplett aus. Ich mache es wieder zu. Wenn das Ganze zu ist, wählen wir mal das nächste. Dann machen wir nämlich hier bei den Kornschieber als nächstes. Dann seht ihr selber, es schiebt über den Kornschieber. Welche Überraschung. Und wir haben die Variante hintere Türen. Dann gehen die Türen dementsprechend auf, werden zur Seite gemacht, festgemacht und dann klappt das Ganze hoch. Also tatsächlich drei verschiedene Art und Weisen, wie man das gute Stück hier entladen kann. Das gilt natürlich auch genauso für den, ne, da seht ihr schön die Türen wieder zugehen, den Haken, den Hebel wieder zugehen, also schon eine schöne Geschichte. Das gleiche haben wir natürlich dann auch bei dem hier, brauche ich nicht jetzt vorführen, kommt hinten aufs gleiche raus. Ne? Ist halt nur der große Bruder, in dem Fall jetzt hier ohne die Aufsätze. Ne? Da seht ihr es selber. Wir haben hier schön mitlenkende Achse, ne? Auch eine schöne Geschichte. Und wie gesagt, die beiden sind ein Set. Also wenn ihr die Mod nehmt, dann kriegt ihr halt beides. So simpel ist es. Wir gehen jetzt hier nochmal rauf auf das Ganze und wählen das Gute mal an. Die kosten beide 45.200. Warum, weiß ich nicht. Wir haben jetzt hier 37.200 von allem sozusagen bis zu. Wir haben jetzt hier eine Kapazität von 30.000. Das ist so, wie er da steht. Und wir können hier das Grün zu einem Grau wechseln, was die Designfarbe angeht. Ne, da haben wir, seht ihr, das ist dann die Designfarbe, der Unterschied. Das gibt es dann auch, ich mache es nochmal zurück, in Grün, weil in Grau habe ich es, glaube ich, draußen stehen gehabt. So, da haben wir 33.600, 36.500, 37.200. Das sind auch Größenordnungen, die man nachvollziehen kann, dass das in Litern dazugeht, weil es immer ein kleines Stück größer wird. Ist jetzt nicht irgendwie, auf einmal kann er doppelt so viel transportieren. Finde ich also so schon relativ ordentlich gemacht, muss ich sagen. Und kommt dann auch relativ original vor von der Größe her. Ich kann hier halt den mit Aufstieg, ohne Aufstieg dementsprechend machen. Reifen habe ich hier Trelleborg, Michelin, Nokian oder Lizard an Bord. Ne? Also da haben wir schon alles dabei. Sind aber immer nur die Standardvarianten. Seht ihr hier, wir haben die Reifentype nicht zum Umstellen. Also wie gesagt, dann würden wir hier kommen auf einen Preis von 48.660 bei 37.200, die wir mitnehmen können. Bei dem guten Stück fangen wir an bei 18.000 Litern. Hier können wir dann auch über 19.600, 21.600 auf 24.900 hochgehen und dann wieder von vorne. So simpel ist es. Auch hier haben wir die Reifen zur Auswahl und bei dem kleinen haben wir den Lauf vorne nicht dabei. Ne? Auch hier, wie gesagt, Designfarbe zum Wechseln. Und der Preis ist hier die Stufung genauso. Warum, weiß ich nicht. Ich hätte ihm natürlich gerne gewünscht, dass er in einem kleineren Preissegment im unteren Bereich mitmacht. So macht er natürlich, ich sag mal, relativ wenig Sinn und er ist soweit okay. Ne? Muss man einfach so sagen, wie es ist. Der hier hätte natürlich bei, Moment, was hat er jetzt hier an Kapazität? 24.900. Wenn wir irgendwo hier in die Richtung bei den Jungs hier gucken, ne? Da haben wir es, ne? Zwischen 25 und 35, also er hätte 30.000 kosten müssen ungefähr, ne? In der Kapazität. Ne? Oder 28.200 oder was weiß ich. Also so hätte in der Richtung hätte er sein müssen. Wie gesagt, es ist einfach, ne, vorne aus der Fiat eine 2 werden müssen ungefähr. Dann wäre es alles super gewesen. Oder meinetwegen auch ein kleines bisschen mehr. Hätte ich auch noch nachvollziehen können. Gleicher Preis, kann keiner nachvollziehen. So. Ja, aber sonst sieht optisch, texturmäßig und sowas soweit alles ganz okay aus. Kann man sich nicht beschweren, muss ich sagen. Ne? Da seht ihr das Ganze auch stehen. Ja, so einfach ist es. Und mit diesen Bildern von diesen wunderbaren, schönen kleinen Anhängern, muss ich leider sagen, sind wir auch schon wieder am Ende der Geschichte für heute. Ich habe heute Sprachfehler drin, ist ja furchtbar. Ja, ich hoffe, dass trotz des ganzen Genuschels und Grabbels von mir es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich natürlich sehr über ein Teilen freuen. Ein Abo wäre natürlich spitzenmäßig. Dann sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis morgen.